Schönen guten Abend. Hä? Ja, willkommen zurück zu Silent Hill 2. Warum ist die Glühbirne jetzt immer noch zu sehen? Die haben wir uns doch geholt. Was ist das denn für eine komische Aussicht? Ich habe diese komischen Löcher. Kann ich meine Kamera bewegen, dass es so knallt? Und hier darfst du einen starren Blick durch ein riesiges Fenster genießen. Na gut. Lass uns mal die letzte Figur hier drin schrubbeln. So, jetzt darf ich drehen hier. Das war schon mal schön. Ach, hier dreht sich der mittlere kleine Teller auch mit. Passiert das mit denen nicht? Gibt es hier eine andere Möglichkeit, dass es passt? Die hier. Ich noch mehr machen? Ach, ich darf die mit. Ah! Ich darf die einzeln drehen. Und dann darf ich irgendwann drücken. Ah, okay. Ach, du meine Nase. Eigentlich müsste es ja so sein, aber ich kriege ja so keinen Anschluss. Die Figuren sollen sich auf diesen Schienen bewegen, richtig? Aber die müssen nur in ihre jeweilige. Ein jeweiliges Tor, richtig? Verstehe ich das richtig? Das haut hier noch nicht ganz hin, warte mal. Geht ja gar nicht, Alter. Es gibt ja bloß diesen einen Zugang. Jetzt ist besser. Aber dann haut oben irgendwie trotzdem nicht hin, oder? Ich meine, wir können es ja mal probieren. Guck einfach, was passiert. Oh, was denn nu? Was mit drei begann, wird ein bald beklagen. Sieben gute Seelen öffnen ohne Zagen. Ein Tausch gegen zwei, so wandert sie fort. Die Liebe der fünf, sie brachte sie zurück an diesen Ort. Oh, fuck. Nee, wollte ich gar nicht. Ja, scheiße. Ja. Verspottet von den beiden, schuftete sie schwer. Einen ließ sie dort. Sie fand den Weg hierher. So, ah, okay, verstehe. Aber. Ich suche mir jetzt einfach eine aus und dann bin ich der Meinung. Okay. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Schneewittchen war hier. Ist hier links. Aber was spielt das jetzt für eine Rolle? Ein Tausch, ja, für zwei Beine. So wandert sie fort. Aber warum halt, ne?
Ist irgendwann Schluss? Alter, will mir das mal einer... Ich muss jetzt die Umdrehungen... Ach du meine Fresse. Sind das denn die Zahlen? Keine Ahnung. Ach, resetten muss ich auch. Ach, okay. Was hat der jetzt Schneewittchen für ein Scheißproblem? Okay. Gut. Ich habe keine Ahnung. Das wären jetzt 7. Hauthöhen mit 7. So. Und bei ihr hatten wir 5. Jetzt verzählt. Aber bei ihr sieht das nicht so aus. Doch. So, bei ihr, weil sie war auch drin mit 2. Wurden einfach nur verzählt. Ich schnell nicht, warum sie jetzt auf einmal keinen Bock mehr hat auf 2. Ah, weil 2 nicht reichen. Dieses Gestruggle da. Was hat sie denn? Oder passt ihr der Weg einfach nicht? Aber sonst wären wir doch hier nicht gekommen. Soll ich noch immer drehen? Jetzt hat sie sich ordentlich verhalten. 1. Ja, ist echte 3F. Mal kurz Babyfon checken. Okay. Jetzt wird's final. Das war beim Konferenzraum. Äh?
Aber wir müssen ja erstmal höher. Oh, ich habe ja wieder eine Taschenlampe. Genau. Da kommt man jetzt ja nicht mehr rein, ne? Liegen hier Steine vor. Oh, lasst mir alle in Ruhe. Ich habe jetzt lange und hart geschuftet hier. So, hier habe ich gedacht, kommt man dann mit dem Aufzug auch noch raus. Aber es war nicht so gedacht. Nur Personal. So weit sind wir noch nicht. Dann bleibt uns nur das eine Zimmer. Was ganz Besonderes. Hier sind wir also. Und hier wird uns auch extra ein Sessel hingestellt, dass wir hier jetzt unser Video genießen können. Das Video, was jetzt hoffentlich so diese finale Frage abschmeißt, auflöst. Warum wir hier sind. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. Ja, Mary umgebracht. War das da gerade zu sehen, ja? Hey, there you are. Do you know where Mary is? Come on, talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She died because she was sick. I killed her. Killer? Why'd you do it? I hate you. I want her back. Give her back to me. I knew it.
You didn't care about her. I hate you, James. I hate you, I hate you, I hate you! She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary, you know, isn't here. Mary? James! Where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please, come to me. Do you hate me? Please, why won't you come? But where? Where are you? Okay. Oh Mann, jetzt ist hier auch wieder alles marode. Hat das damit zu tun, dass wir uns das vorher eingebildet haben, so eingeredet quasi? Und jetzt, wo wir wachgerüttelt worden sind, sehen wir, wie es, also wie unser Verstand dann wirklich aussieht? Warum? Warum hat er sie umgebracht? Konnte er das Leiden einfach nicht mehr sehen? Also, man hat ja jetzt nicht erfahren, wie das so war gegen, also im späteren Verlauf, oder? Oder habe ich das schon wieder vergessen? Okay, es gibt nochmal was. Das heißt, wir kriegen auch nochmal was. Ich brauche jetzt keinen finalen, fiesen Fight. Ich möchte jetzt einfach nur noch weg hier oder hier bleiben. Mich auch umbringen. Dann ist man bei ihr. Kann ich auch durch? Okay, hier war doch eben noch so ein langer Flur. Also nur die schöneren Schubladen sind anzufassen. Hm.
Okay. Kleiner Rundgang nochmal. Ich muss es tun. Hä? Jetzt darf man sich hier einfach noch mal ein bisschen aufladen, aber... Immer noch nicht. Was ist da zu sehen? Ist hier nur irgendwo, damit ich hoch kann? Aber ist eigentlich kein Wagen zum Hochklettern, ne? Es gibt keine Heilung für deine Wunde. Die Wunde ist tief. Ich muss jetzt diesen Wagen doch überall irgendwo hinschieben und durch den ganzen Flur. Zu hier. Zurück jetzt hin. Soll ich springen, oder? Habe ich eine Karte? Ah, jetzt. Ich reiche nicht aus, ja. Der Personenaufzug stellt mich als 25 Personen dar. Aber hier breche ich denn nicht durch. So oft wie du schon irgendwo runtergesprungen bist. Los jetzt. Wascht euch, reinigt eure Körper, säubert meine Augen von der Bosheit eurer Daten. Ich glaube, das kann ich gar nicht versaufen. So einen Kampf gibt's hier nicht. Hier noch hin. So einen großen draus machen. So einen gewaltigen, der die maximale Gesundheit steigert.
Ah, ja. Baby Boop. 1 Million Stunden gebraucht. Das sind Sternzeichen hier, ne? Ist das Stier? Was ist das? Schlangenmensch. Eindeutig. So, hier soll ich nicht rinspringen. Sieht doch ungesund aus. Ich bin jetzt bereit, mich zu stellen. Mhm. Ja, das ist ja nicht schlecht. Komme ich da jetzt hin? Hier oben lang am besten. Man denn hier mit dem Schlauch gemacht? B. Das ist bestimmt der Breakfast Room. Der wird jetzt auch mal langsam echt angebracht. Der nicht wusste, wie tief das jetzt ist. Achso, doch. Okay. Ich möchte jetzt raus. Hallo? Anybody here? Sind wir in der Venusbar? Stimmt, die war im Keller hier. So, jetzt sind die ganzen coolen Sachen hier weg.
Das Aquarium wohl ein bisschen länger ausgelaufen hier. Den speichert man jetzt nochmal. So automatisch sieht man das denn nicht so oft. Nur wenn man so große Abschnitte irgendwie erledigt hat. Butterkuchen. Hier los? Ah. Nochmal ein bisschen Schotti. Was passiert jetzt hier hinter? Angela? Ach, guck mal hier links. Mama? Mama! I was looking for you. You're the only one left. Maybe then I can finally rest. Mama. What's wrong? Wait. You're not my mama. It's you. Sorry, Angela. I think you were right. What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserve what happened. No, Angela, that is not true. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me? Will you love me? Care for me? Heal all my pain? That's what I thought. James. Give me back the knife. Stimmt, da haben wir die ganze Zeit rumgeschleppt, ne? Saving it for yourself. Have it your way. It doesn't change anything. It's hot as hell in here.
You see it too? Das ist das erste Mal, dass wir die Welt so sehen, wie sie für jemand anders ist. Like ah, okay. So wie sie Silent Hill die ganze Zeit wahrgenommen hat. Also sie nimmt sich jetzt quasi das Leben. Wir kommen jetzt auch nicht nochmal da rein. Ne? Aber ja, bitte dazu jetzt mehr Hinweise. Also wir wissen ja definitiv, dass sie vergewaltigt wurde von ihrem Vater. So, sie sucht aber ihre ganze Familie hier. Sie ist ja nicht. Du bist ja nur hier, wenn du Schuld in dir trägst. Sie kann ja nichts dafür, dass sie vergewaltigt wurde. Sie muss ja irgendwas gemacht haben. Dadurch, dass sie die Bude gebrannt hat, hat sie vielleicht ihr Familienhaus in Brand gesteckt und dabei sind alle anderen aber mit verbrannt? Und deswegen trägt sie Schuld. Hätte ich den jetzt gar nicht umbringen müssen? So, und wir haben jetzt ja auch irgendwie eingesehen oder verstanden, was unsere Schuld ist, ne? Ist die Frage, ob es für uns jetzt auch bloß diesen einen Weg gibt. Ah, die brauchen wir auf jeden Fall. Aber die bekommen die. Die sterben jetzt. Sind die schwächt? (312) kann aufgeräumt werden. 312 hat jetzt seine Pflicht erfüllt, ja. Machen nichts mehr. Ich gehe mal noch kurz zurück. Also sie ist anscheinend noch da, aber nicht mehr feindselig. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich krieg's nicht zusammen, das wurmt mich gerade so ein bisschen. Sie ist ja definitiv nicht 3 Jahre tot, aber warum hat er sie umgebracht? Wenn er das wirklich aus Nächstenliebe gemacht hätte, dann wäre er doch bestimmt auch nicht hier, oder wie? Hast du Maria, die Mary ähnelt? Er hat ja. Es muss ja irgendwas mit. Mit seiner Sexualität zu tun haben, oder? Ich meine, hier rennen diese Krankenschwestern rum, diese zusammengenähten Unterhälften. Eine
eine Frau, die so ähnlich ist wie seine, aber halt einfach nur knapper angezogen. Warum sind es jetzt mehrere von denen? I know what you are. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. Sind wir das? Aua! Ah, das ist nicht gut, Leute. Die haben enorm Range, die Boys. Oh nein, eine Spritze wollte ich doch gar nicht. Aber hat geklappt. Aua! Ich schmeiß die Dinger. Ja, das krieg ich doch niemals nachgeladen hier. Überflüssig. Zerstöre, was du nicht brauchst.
Was haben die Jungs mitgebracht? Suppe zu naschen? Scharlachrotes Ei. Was haben sie, Sir? Kein scharlachrotes Ei. Das rostfarbene. Da lächelt sie? Guck mal, ich darf nicht anlegen. Nehme ich den hinter aus, ja. Okay, Glütz. Hier ist trotzdem, ne? Die geht jetzt auch auf. Was symbolisiert jetzt? Warum ist das so? Ich muss es erstmal frisch machen. Aber jetzt rennt hier Laura? What do you want, James? Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Sieh auch so. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. But I guess the hospital's making a nice profit off of me. Why are you still here? I told you to go. Are you deaf? James, wait, please, don't go, don't leave me alone, I didn't mean what I said, please, tell me I'll be okay. Tell me I'm not gonna die. Help me. Ich hatte gerade einen Klickmoment. Sie ist nicht seit 3 Jahren tot. Also wir wissen ja, dass sie noch nicht so lange tot ist. Aber sie hat 3 Jahre lang mit dieser Krankheit gekämpft. Und für James war sie dann schon gefühlt tot. Und der Gipfel, also das wäre jetzt echt krass, wenn James so ein Lustknabe ist. Aber hat er sie deswegen umgebracht, weil er 3 Jahre dann natürlich mitgelitten hat? Also sie würde ihn da zwischendurch immer rund gemacht haben, einfach aus Frustration und was da nicht alles zugehört, ne? Wenn du dich damit abfindest, dass du stirbst. Und was er alles aufgefangen hat.
auch diese ganze Krankenhausaufenthalte und was du da nicht. Es wird ja nicht kommuniziert, was es ist. Und dadurch ja auch keinen sexuellen Kontakt mehr hast, dass er so frustriert war. Deswegen vielleicht auch die Krankenschwestern durch die ganzen Aufenthalte im Krankenhaus und so. Und dass er sich dann im Geiste eine schärfere Version von Mary erschaffen hat. Die dann Maria ist. Und da hat er die ganze Zeit gegen angekämpft. Oh nein. Also wahrscheinlich nicht nur deswegen, aber das zusammen, dass er sie deswegen umgebracht hat. Boah. Jetzt geht's hoch oder runter oder was? Guck mal, was hier liegt. Ey, ich hab gedacht, wir sind fertig. Und jetzt gibt's hier nochmal einen Kampf oder was? Ja, das Gewehr, das ist echt ein kleiner Krampf. Die Form zwingt den Geist. Achso, hier geht's nicht tiefer. Können wir hier reingehen? Nee. Vielleicht so als alternatives Ende. Also das ist jetzt nur eine Theorie, aber das würde irgendwie passen. Und jetzt ist er hergefahren, um sie eigentlich zu suchen. Das sind so hart. Es ist schon. Es macht schon Sinn. Auch diese ganzen Monster, ne, mit diesen ganzen Öffnungen und ständig fingert er hier in irgendwelchen Löchern rum. Und dann könnt ihr euch noch an den Spruch in der Bar erinnern, ganz zu Anfang, wo es hieß, wo an der Bar halt stand, hier war ein Loch, jetzt ist es weg. Und wo man sich gefragt hat, es war ja gar kein Loch in der Scheibe, so. Also es schien ja kein Loch abgeklebt worden zu sein. Weil er das so gesehen hat? Weil ihn das so fertig gemacht hat? Mary? Oh, I have missed you so much. I've missed you too. We can finally be together. Forever. No. James. Honey. What's wrong? I'm sorry. I know you tried. James, please. But she's gone. I know that now. Stop it. And I can't just keep pretending. Shut up! What do you want? Do you even know anymore? I'm yours. I'm here for you. So what if I'm not her? I can give you what she never could. I can be better than her. What else do you want me to be? What else can I be? I am so sorry.
Maria, I really am. But this has to stop. It's time to let it go. Sie ist unser letzter Boss. What? I won't let you do this to me. I won't let you go. I can't. Alter, was? Ich guck mich diese alten Motten an. Muss mal kurz Distanz suchen. Ist die hässlich. Was ist denn das? So ein halber? Aber mit dem Gewehr. Bleib nach, Digga. Nein, nein, lass mich einfach in Ruhe. Alter, was machst du, Digga? Du musst dir jetzt das Ding da reindrücken. Ach, shit.
doppelt. Ah, dreifach. Komm schon jetzt, Baby. Irgendwann ist Schluss. Jetzt endlich unsere Fantasie besiegt. Oh. Jetzt überlegt mal, ihr müsst das machen. Ohne Fernkampfwaffen. Ihr müsst da immer ran. James. James. Bin da. James. Warum sieht das jetzt aus wie eine Nonne? Ist Feierabend. Ja, also. I miss you so much. I tried. I really did, but I can't. Hat sich der gerade auf dem Rücksitz bewegt? I just can't go on without you. I can't forgive myself for what I've done. I know this isn't what you would want. But I guess it doesn't matter anymore. You're not here. Are you? Restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you to come and see me. But you never do. So, I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know, I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is.
The doctor came today. Told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Especially you. Mm. That's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live. For yourself. And for others. Like you did for me. James. You made me happy. Erreiche das Ende im Wasser. Also es gibt auf jeden Fall andere Möglichkeiten. Aber ich denke mal, beim ersten Mal durchspielen wird man nicht so richtig viele Möglichkeiten haben. Was ist das bitte für eine krasse Geschichte? Also hätte ich das damals gespielt, als ich halt jung war, als es rauskam, ich hätte das nie hätte ich das verstanden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es jetzt verstanden habe. Das Krasse ist ja auch, das hätte sich, das Spiel, alles was wir erlebt haben, das hätte sich ja einfach nur in seinem Verstand abspielen können. Er hätte ja auch die ganze Zeit einfach nur in dem Auto sitzen müssen. Ja, und das einfach nur durchdenken, das war ja eigentlich alles nur in seinem Kopf. Sorry, dass die Musik jetzt so laut ist. Und deswegen hatte Laura auch den Brief nicht mehr, weil er ihn ja bereits erhalten hat, weil der ja zugestellt werden sollte, wenn sie tot ist. Oder so in dem Zeitraum halt, ne? Und sie hatte ihm schon vergeben. Und dann kam sie wohl nach Hause für den Zeitraum und da hat er sie umgebracht. Ich verstehe, dass das als Meisterwerk gefeiert wird, ne? Die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle, wie kam das im Original rüber damals, wo die Möglichkeiten ja nicht so waren, ganz anders. Wie hat das gewirkt? Hat man das trotzdem so verstanden? Wer denkt sich das aus, Mann? Brillante Sache, Leute. Ich hoffe, ich will jetzt ja nicht weiterschwafeln, weil ich nicht weiß, ob ihr mich versteht bei der Musik.
Ich hoffe, ihr könnt ja mal dazu schreiben, ob ihr das auch so seht oder wie ihr das so wahrgenommen habt. Ich fand's cool. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was. Hattet auch ein bisschen Spaß dran, sofern man Spaß dran haben kann. Weil das ist ja doch ein hartes Thema gewesen. Also viele harte Themen. Auch mit Angela und so. Eddie war ja jetzt auch. Ne? Na gut, Leute. Ich verabschiede mich hier. Ich lasse euch noch ein paar Credits und ein bisschen harte Musik laufen. Und dann sehen wir uns demnächst in irgendeinem anderen Video wieder. Haut rein.